Herzlich willkommen zur Vorlesung Software Engineering 2. Wir sind im Sommersemester 2016. Ich vertrete heute den Marcel. Der Marcel ist auf der Hannover Industrie und zeigt dem Obama, wie richtige Softwaretechnik geht. Ich versuche jetzt mal mein Glück mit diesem ganzen JavaScript-Kram. Hier wurde eben schon diskutiert, also wir haben letzte Woche so einen Crashkurs gemacht in wie bastle ich mir mit JavaScript irgendwelche Dinge zusammen, von denen ich nicht so richtig weiß, wofür ich sie irgendwann mal brauchen werde. Ich habe das Glück gehabt, ich habe mir anschließend das einfach nochmal von jemandem, der sich da schon gut mit auskannte, kleinteilig erklären lassen und mir alles in die Tastatur erklären lassen, sonst hätte ich das auch nicht hingekriegt. Könnt ihr das da lesen? Wie man den Font größer stellt, weiß das inzwischen einer? Irgendjemand hat dem Marcel einen Link geschickt, wie das geht. Ich weiß es aber auch noch nicht genau. So, was ich inzwischen aber rausgekriegt habe, ist, wenn man das alles macht, also vielleicht die Dinge, die für die Vorlesung die spannenden sind, ist, man macht sich ein Class Model, habe ich das jetzt mal genannt, oder was auch immer für ein Model man sich da gerade macht. Ja, schönen Dank. Ich mache doch gerade Education, geh weg. So. Das war mit Control Plus, das hat es hier nicht getan, ne? Shift, Command, A. Nein. Ja. File. Settings. Settings Editor. Other Settings. Settings. Editor. General. Ich habe aber kein Mausrad. Ich habe nicht mal eine Maus. Oh. Da steckt schon so ein komischer anderer in meinem USB-Port. Okay. Kontroll- und Mausrad. Wow. So gut. Beamfernsehen. Noch größer? Scharf? Noch größer? Muss Stopp sagen. Also, was wir hier gemacht haben, ist, wir haben eigentlich so ein Klassendiagramm definiert. Wir haben gesagt, wir wollen hinterher in diesem Werkzeug, das wir da bauen wollen, folgende Sachen verwenden. Und zwar habe ich jetzt hier ein anderes Klassendiagramm genommen. Bei mir gibt es so eine Klasse SDM-Element. Vielleicht nochmal, um diese Metaebenen auseinanderzuhalten. Es geht darum, wir bauen uns ein Diagrammwerkzeug, mit dem kann man demnächst dann Klassendiagramme malen. Und diesem Diagrammwerkzeug liegt ein logisches Datenmodell, ein Werkzeugdatenmodell zugrunde. Und unglücklicherweise kommen da lauter Dinge drin vor, die auch Klasse heißen. Na? Und man muss diese verschiedenen Klassen, die es da so gibt, einfach fürchterlich auseinanderhalten. Und bei mir heißen die jetzt eben, wie ich will, Story-Driven Modeling Element. Ihr sollt die irgendwie euch an dieser UML-internen Standard-Metamodell-Struktur orientieren. Wie das geht, weiß ich auch nicht. Dann gibt es bei mir im Prinzip das Ding, das habe ich jetzt SDM-Class genannt. Das ist dieses logische Datenmodell des Diagrammwerkzeuges, wenn der Benutzer eine Klasse malt. Das erbt von SDM-Element und das hat Attribute, nämlich einen Namen. Das ist ein ganz normaler String. Und Add-Address, also eine Klasse, die dann später so ein Benutzer malen möchte, soll ganz viele Eintragungen haben für Attribute, eigentlich noch für Methoden, aber Address reicht mir jetzt an dieser Stelle. Und
Der Typ hiervon ist STM-Attribut, ist der Eintragstyp, und dann kann man so ein IsMany setzen. Damit kann man sagen, ich habe eben viele davon. Das heißt, ich habe eigentlich so eine zu N-Assoziation hiermit modelliert, die aber anscheinend nur unidirektional ist. Geht das auch so irgendwie so mit bidirektional? Hat das einer gefunden? Nee, ne? Nein, lassen wir es erstmal so. Okay, die Klasse STM-Attribut ist hier definiert. Die hat einen Namen und einen Typ und das sind beides Strings. Das heißt, da kann ich jetzt sowas sagen wie Matrikelnummer ist ein Integer oder irgendwie sowas. Und dann gibt es eine Klasse Assocs für die Beziehungen zwischen Klassen. Die hat Source-Name, Source-Cardinality, Source-Class, Target-Name, Target-Cardinality und Target-Class. Tatsächlich gibt es relativ komplizierte Überlegungen, wie eine Assoziation, die ein Benutzer in ein Klassendiagramm hinmalt, im internen Datenmodell eigentlich dargestellt werden soll, im Werkzeugdatenmodell. Und unglücklicherweise sind die unterschiedlichen Werkzeuge, die man so verwendet, an dieser Stelle sich uneins drüber, was die coolste Darstellung dafür wäre. Grafische Editoren haben das gerne, wenn dieser Strich, den man da malt, weil man den selektieren kann, weil man daran irgendwelche kleinen Textstücke für Kardinalität oder für Rollennamen editieren kann, wenn das eigenständige Objekte sind. Ne? Das ist für so ein grafisches Werkzeug, das so, die kann ich anklicken, dann ist es ein Objekt. Das ist so die Faustformel, die man da so hat. Für den Code-Generator ist das mehr oder weniger sehr unpraktisch. Die benutzen das gerne anders. Jetzt ist es so, dass wir den Code-Generator sowieso eher im Backend irgendwo mit anderen Werkzeugen haben und dementsprechend wäre meine Herangehensweise jetzt einfach zu sagen, okay, wenn ich hinterher Code generieren will, transformiere ich das Objektmodell oder die logische Datenmodell, mein Werkzeugdatenmodell einfach nochmal um. Das kann man auch machen, da gibt es verschiedene Varianten. Ihr könnt euch das sowieso nicht ausdenken, weil im UML-Metamodell ist das alles genau festgelegt, wie das gecodet sein muss und wie das geht und was Cardinality sein müssen und solche Dinge mehr. Und so weiter. So, diese Beschreibung des toolinternen Datenmodells, was kommt da eigentlich alles drin vor, ist geschrieben in JSON. JavaScript Object Notation. Kommt jeder mit dieser Notation klar, mit diesen geschweiften Klammern und den Doppelpunkten und den eckigen Klammern und sowas? Na, also eckige Klammern sind halt im Prinzip Arrays. Da fangen wir mit den geschweiften Klammern an. Das ist halt dann sowas wie eine Hash-Tabelle. Das sind einfach nur Tag-Value-Pairs. Der Tag ist irgendein Ding. Und der Value ist dann der Wert, haha, das könnten hier auch Zahlen sein oder wieder komplizierte Konstrukte. Und im Prinzip sind das Hash-Tabelleneinträge. Der wird der Key und der Value durch einen Doppelpunkt getrennt. Und viele Key-Value-Paare werden durch Kommata getrennt. Und die zusammen machen jetzt hier eigentlich eine kleine Hash-Tabelle auf. Bis dahin. Und viele von diesen Hash-Tabelleneinträgen machen ein Array. Und die Arrays werden einfach mit eckigen Klammern angegeben und fertig. Ne? Und das hier ist eine Hash-Tabelle über dieses ganze Ding von da bis nach da. Die beschreibt einfach eine Datenstruktur, die hat einen Namen, eine Superclass-Eintrag und einen Properties-Eintrag. Und der Properties-Eintrag ist halt komplex, das ist ein Array. Die kann man beliebig ineinander schachteln, dann hat man JSON-Datenstrukturen. JSON, JavaScript und funktionale Sprachen haben gemeinsam, dass sie mit wenig Syntax auskommen. Und dass furchtbar viele Klammern in öffnender und schließender Weise ständig aufeinander folgen und man ständig durcheinander ist, in welcher Klammerungsebene man eigentlich gerade sich befindet und wie man das parsen muss. Das ist echt schwer zu lesen, gewöhnt euch dran. Ne? Also es bleibt schwierig und ist halt kompliziert. Okay, was es jetzt gibt, es gibt eine JavaScript. Datei, das ist jetzt im Prinzip hier unser Testprogramm oder unser aktueller Content tatsächlich. Der macht hier so einen Require Model. Require, also er übersetzt eigentlich in Java das, was ein Import wäre. Das ist nur in JavaScript furchtbar kompliziert. Da
brichst du dir den Wolf, also so richtig die Knochen ab, bis du das auf die Kette gekriegt hast. Das geht ganz, ganz tiefe interne Dinge, gehen da fürchterlich durcheinander. Und das haben aber die Leute gemacht, die diesen Require-Befehl geschrieben haben. Wir benutzen den jetzt und jetzt fühlt es sich ein bisschen wenigstens an wie Java. Das heißt, man lädt jetzt im Prinzip diese Model-Bibliothek mit Doppel-D geschrieben und kriegt eine Referenz darauf, hier in dieser Variablen. Dann machten wir ein Require auf unsere eigene stmlib Class Model JSON-Datei und laden die im Prinzip. Und jetzt haben wir hier eine Variable, da ist im Prinzip diese Datenstruktur, die wir eben eingetippt haben, drin enthalten, schon fertig interpretiert als Datenstruktur vorliegend. Und der spannendste Schritt an dieser Stelle hier ist jetzt eigentlich dieses New Model. Model ist im Prinzip eigentlich ein Code-Generator. Dem sagt man, ich hätte jetzt gerne logische, ja, Klassen, hätte jetzt der Java-Mensch gesagt. Das gibt es nur leider in JavaScript nicht. Spezielle Dinge, um genau die Datenmodelle zu bauen, die ich in dieser JSON-Datei beschrieben habe hier vorne. Also ich möchte jetzt, mach mir irgendwas, damit ich STM-Class, STM-Attribute und STM-Assoc-Dinger bauen kann. Das macht dieses Model-Ding. Das heißt, der Hauptgrund, warum wir das alles bis jetzt getrieben haben, ist, dass es in JavaScript selber originär keine Möglichkeit gibt, Typen zu deklarieren. In JavaScript gibt es einfach keine Typen. Fertig. Na, es gibt Hash-Tabellen, muss reichen. Und jetzt möchte man aber sowas haben. Man möchte irgendwie so sagen, ich möchte jetzt so ein Ding haben, das folgende Properties hat und das folgende Methoden hat und solche Dinge mehr. Also irgend sowas ähnliches wie eine Klasse, auf der ich sagen kann, mach mir mal ein Objekt davon. Und das gibt es jetzt aber schier nicht in JavaScript. Und alles, was wir bis jetzt getrieben haben, waren, ich bin aber ein Java-Mensch, ich kann nicht anders, ich will jetzt eine Klasse haben, mach mir gefälligst irgend sowas ähnliches. Und das macht dieses Model-Ding. Ja, das ist einfach eine Bibliothek. Das liest sich jetzt die Beschreibung, so hätte ich gerne mein logisches Datenmodell strukturiert, durch und bastelt mir irgendwas, was mir das Gefühl gibt, ich hätte jetzt so Datentypen und könnte Instanzen davon anlegen und Klassen anlegen und solche Dinge mehr. So, spaßeshalber habe ich jetzt meinem IntelliJ beigebracht, wie man das Ganze debuggt. Hat das schon einer rausgekriegt? Uah. Es ist tatsächlich so, wie man es erwarten würde. Man kann hier unter Debug Edit Configurations machen. Und dann kann man eben auch sagen, mach mir mal bitte eine neue Konfiguration. Und wenn die Welt hübsch und bunt ist, gibt es auch die Möglichkeit für ein Grunt-Skript eine Konfiguration zu machen. Grunt war das Ding, mit dem wir unseren Kram bisher ausgeführt haben, unsere Tests ausgeführt haben. Grunt ist das für JavaScript, was JUnit für die Java-Welt ist. Ja, das ist einfach so ein Unit-Testing-Framework, mehr oder weniger. Und was wir jetzt hier machen, ist eigentlich nur, ich möchte einfach so ein Grunt-Ding ausführen und das bauen. Und dann kann man noch dazu sagen, welcher Grunt-File soll denn jetzt eigentlich ausgeführt werden? Das ist einfach der, den wir selber geschrieben haben. Und dann kann man sich hier prinzipiell so ein Task dafür machen. Das habe ich jetzt eben schon gemacht. Und alles, was man machen muss, war eben unter Run Edit Configurations. Hier dieses beim Plus Add New Configuration sagen, ich brauche eine Grunt JavaScript Configuration. Und da muss man noch sagen, okay, die soll irgendeinen Namen haben, die soll folgenden Grunt-File nachher ausführen. Dann war es das. Wenn man das alles richtig gemacht hat, die lösche ich jetzt mal gerade wieder. Dann kann man vielleicht nochmal dieser Grunt-File, den hatten wir auch ganz normal geschrieben, das hatte Marcel letztes Mal vorgeführt. Das ist irgendwie module.exports. Function Grunt, okay, useStrict require, Grunt init config, irgendwo was Spezifisches? Nee, ne? Das ist ein ganz normales Ding. Das ist einfach die Implementierung von dem Unit-Tests, den der da so hat. Muss man dem nicht irgendwie sagen, ich möchte gerne.
was man testen möchte. Das gibt man als Parameter mit beim Aufruf oder so, ne? Weiß ich nicht mehr, wie das ging. Und bei dem Mockertest, da haben wir das eingetragen. Ah. Okay. Und bei dem Expect.js haben wir es da irgendwo eingetragen? Nee. Okay. Der sucht einfach alle Dateien, die so heißen. Und der sagt dann, dass ich das hier testen möchte. Auf magische Weise findet er das. So, und wenn man das dann macht, dann kann man hier ganz normal, so wie bei Eclipse auch, am Rand hinklicken. Schon hat man einen Breakpoint. Und dann kann man sagen, oh, debugge mir das doch mal bitte. Und dann sagt er, oh, du hast aber schon einen. Dann sage ich Stop und Rerun. Und dann kriege ich ganz normal so einen Debugger. Und wenige Stunden später läuft er tatsächlich exakt auf dieses Ding. Und ich kann da reingucken und testen und solche Dinge machen. Ich fand das lebenswichtig. Muss man alles debuggen, wenn ich verstehen möchte, was das tut. Und dann kann man sich auch mal Variablen angucken. Muss man nicht alles nur mit sprintf machen. Finde ich relativ schön. Und das ging mit Control Plus, ne? Uah. Okay. So, was treibt der denn jetzt hier? Als allererstes macht der ein Class Model. Nochmal, Class Model ist dieses Ding, das hat sich meine JSON-Beschreibung, das sind die logisch, so ist mein logisches Datenmodell konstruiert, rein gefräst. Und das kann jetzt eben die Dinge, die ich normalerweise in Java mit new STM class hinschreiben würde, macht das mit so, dafür hat das jetzt Befehle. Das heißt, ich kann diesem class model jetzt sagen, oh, mach mir doch bitte ein STM class Objekt. Boah. Und setzt das name Attribut auf study write. Na? Und wenn wir das jetzt mit next tatsächlich mal tun, ich glaube, das ist der Befehl dafür, yeah, dann gibt es hier sogar so ein variables view hier. Ganz normal. Ich weiß nicht, ob der auch auf Control Plus generiert. Leider nein. Da gibt es jetzt auch tatsächlich ein Objekt. Und jetzt gehen wieder diese Ebenen furchtbar durcheinander. Das nennt sich StudyWrite-Class. Das heißt, jetzt tue ich so, als hätte ich eine Klasse angelegt, die StudyWrite University heißt und zur Laufzeit in meinem Werkzeugdatenmodell habe ich jetzt hier so ein Objekt tatsächlich. Und das kann ich auch aufklappen. Und dann sehe ich, guck mal, das hat Attribute und das hat einen Namen und da steht StudyWrite drin und die Attribute, die sind auch noch leer. Na? Boah, super cool. Also das ist tatsächlich so ungefähr, wie man es erwartet hatte. Und alles, was dieses Model-Ding gemacht hat, war mir dieses Class-Model-Ding bereitstellen mit diesen ganzen Create-Befehlen, der jetzt eben weiß, wenn ich da sage, ich bräuchte so ein STM-Class-Ding habe, was muss ich da so reinpacken? Und der bastelt mir dann ein Objekt, so eine Hash-Tabelle letztendlich, zusammen, wo dann im Wesentlichen schon so ein Namensattribut drin ist und so ein Adressding drin ist. Und so ein paar interne Dinge, nämlich dass der Typ davon STM-Class ist. Na? Und dann kann ich damit im Großen und Ganzen umgehen. So, das kann ich jetzt schön weitertreiben, also nochmal F6, jetzt habe ich noch ein Student-Class-Objekt. Jetzt erzeuge ich ein Attribut und sage dem StudyWrite-Class .getAddress. Ich möchte gerne dein Attribut-Ding haben. Das ist ein Array. Und da kann ich Push drauf aufrufen. Das ist der Befehl, mit dem in JavaScript auf Arrays neue Elemente hinten angefügt werden. Die sind dynamisch und wachsen dann. Und dann sage ich, ja, tu ihm doch jetzt bitte ein Okay, der Befehl hier ist einfach über, ne? Das habe ich darüber kopiert. Der hier erzeugt schon ein Attribut und hier erzeuge ich gleich nochmal ein Attribut, anstatt dass ich mir das alte merke. Das ist nicht cool, ne? Also, dann nehmen wir den mal schön weg. Was passiert, wenn ich das jetzt speichere? Ja, Hot Compile braucht er nicht, der kompiliert ja nicht, ne? Also, der weiß noch ungefähr, wo er gestanden hat. Anscheinend kann er da jetzt weiter mit umgehen. Machen wir doch nochmal so ein Ding. Ja, irgendwie ist er mit dem Zeilenzähler so leicht durcheinander gekommen, aber sonst passt es.
Jetzt müsste man tatsächlich sehen, dass hier in der StudyWrite-Class unter Adress ein Eintrag ist. Nö. Oder vielleicht in der Student-Class unter Adress. Weiter unten, StudyWrite-Class. Ha. Nicht unter Dollar-Adress, sondern unter Adress. Was ist denn Dollar-Adress? Da steht irgendein Prototyp drin. Okay, unter dem Adress hier, da steht es. Da ist jetzt 1 eingetragen. Und das ist offensichtlich ein STM-Attribut mit dem Namen Name. Ah. Name Name ist übrigens das Coolste, was es überhaupt gibt. Ne? Also ein Attribut, das von der Klasse, das irgendwie Name heißt, wird dann nachher ein Objekt, das ein Attribut hat, dessen Tag Name ist und dessen Value auch Name ist. Hurra. Es lebe die Verwirrung. Eine schöne Klausuraufgabe an dieser Stelle ist immer, machen mal vor jedes von diesen Vorkommen von diesem Namen einen Präfix mit, was für eine Art von Name ist das jetzt hier eigentlich gerade. Das kann einen auch völlig rausbringen. Okay, dann gab es hier diese Expect-Befehle, das ist das, was beim JUnit Assert ist. Die haben so eine abgedrehte Fluent-Syntax. Ja, mein Gott, warum auch nicht, ne? Also wir würden in JUnit jetzt normalerweise schreiben, assert not null, StudyWrite-Class. Oder assert true, StudyWrite-Class, ungleich null. Oder assert irgendwie was. Ne? Und dann zusätzlich kann man aber hier, glaube ich, auch noch irgendeinen Text dazu machen, dieses it hier. Das ist auch so ein total abgedrehtes Konstrukt. Das gibt ein, ist, da hätte man auch System.out.print an ihn schreiben können. Ne? Also wenn du eine Fehlermeldung ausgibst, damit fängt sie an. Ne? Und, oder solche Dinge mehr. Oder ich glaube, ein System.out.println wäre ziemlich genau das Gleiche. Diese Dinger hier, kann das jeder lesen und interpretieren und parsen? Das ist im Großen und Ganzen so eine Lambda-Expression. Ha, das trifft es am ehesten. Na? Will da eigentlich eine Operation hinterlegen. In Java würde ich jetzt eben so eine inner Class machen, so eine anonymes inner Class und dann so eine Run-Methode überschreiben. Und das hier tut ziemlich genau das Gleiche. Ja, fertig. Na? Und das heißt, von hier bis, und jetzt ist wieder das Einrücken, ungefähr da, das ist der erste Parameter zu diesem Aufruf von it. Und dem it wird jetzt einfach eine Funktion hinterlegt, die er dann ausführt. Na? Und in dessen Ergebnis er in dieses System.out.println mit einbaut. Und das ist alles, was das Ding tut. Muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Ja, und hinter diesem to hier ist im Wesentlichen dieser Aufruf assert equals oder assert not null oder assert sonst irgendwie was in so zwei Methodenaufrufe oder drei Methodenaufrufe zersplittet. Ne? Das heißt, guck dir das Ding hier mal an, den StudyWriteClass.Name und dieses to, vollkommen sinnfrei ist, nur damit man das irgendwie so fluent lesen kann, wie so englische Sprache. Und auf dem, was du dann hast, ruft die Methode equal auf und guck nach, ob das, was du hier vorne ausgerechnet hast, dieser String hier ist. Und das ist es dann auch schon. Und so weiter und so weiter und so weiter. So, das ist einfach jetzt nur so ein Test, den man schreiben könnte, ob das Datenmodell, das man gebaut hat, so ungefähr das leistet, was man will. Und damit man mal im Debugger gucken kann, was macht das eigentlich alles und was haben wir denn jetzt hier vorliegen. Okay. Meine Aufgabe für heute ist eigentlich, mit euch das Datenmodell, das Tool-Datenmodell für Graphersetzungsregeln zu basteln. Also die Idee ist, dass es am Ende des Semesters ihr zwei grafische Werkzeuge gebaut habt. Einen, in den ich Rechtecke malen kann und Striche dazwischen. Und das ist dann ein Klassendiagramm. Und ein, in dem ich Rechtecke und Striche malen kann, und das ist dann eine Graphersetzungsregel. Oder eine Modelltransformation nennt man das heute viel schöner. Hat irgendeiner schon Graphentechnik gehört? Uah. Hat irgendeine Einführung in die Programmierung gehört und kann sich noch dunkel erinnern an diese komische Pattern-Objekte, die wir da so hatten? Uah. In STMlib die Pattern-Objekte, genau. Darum wird es jetzt heute gehen.
im Großen und Ganzen. Na? Und die Idee ist, dass wenn ich dann später solche Bildchen gemalt habe in den Werkzeugen, die ihr baut, wir danach daraus STM-Lib-Code generieren. Nein, die ändert sich jede Woche. Ne? Das heißt, wir brauchen einen flexiblen Generator, der damit klarkommt. Die Sache ist also so ein bisschen zweiteilig. Wir werden aus so einem Klassendiagramm, das man in eurem neuen Werkzeug malt, STM-Lib-Code bauen, der das gleiche Datenmodell in STM-Lib-Dingen macht und dann den STM-Lib-Code-Generator hernehmen, um Java-Code daraus zu generieren. Na? Wo wir jetzt schon so schön dabei sind, sollte man gleichzeitig aus dem Ding, wenn ich jetzt so ein Klassending mache, auch so eine Model-Beschreibung für JSON machen. Finde ich. Dann hat man das gleiche Datenmodell. Wenn ich jetzt also irgendwas über Study Right University, ein Klassendiagramm mache oder für Mau Mau oder für Monopoly, für die Applikation, die ich bauen möchte, ein Datenmodell schreibe, hätte ich das anschließend einmal so, dass ich es mit Model in JavaScript basteln kann oder mit STM-Lib in Java basteln kann. Und möglichst noch kompatibel. Na, und dann bauen wir noch Mechanismen, mit denen wir dann Instanzen davon zwischen dem Browser und dem JavaScript-Welt und der Java-Welt austauschen kann, durch das richtige Serialisierungsformat. Und dann spielen die beiden Teile super zusammen. Und dann können wir eine Web-Anwendung bauen, wo es einen Client gibt, der eben in JavaScript ein Datenmodell hat und dieses Datenmodell mit einem Server synchronisiert, der das gleiche Ding in Java hat. Für den ersten Anfang in dieser Vorlesung ist es so, dass wir als Server dieses Node.js verwenden. Das ist ein Webserver, der in JavaScript implementiert, der eine JavaScript-Engine beinhaltet und wo man JavaScript direkt drauf ausführen kann. Das hat den Vorteil, dass man eben auf dem Client-Seite im Webbrowser und auf der Serverseite beides in einer Sprache programmiert. Und dann kann man eben ein Datenmodell, das man für den Browser gebaut hat, auch auf der Serverseite verwenden. Tatsächlich, dieses Grunt-Ding, das wir hier gerade verwenden, benutzt den JavaScript-Interpreter, die JavaScript-Engine, die in diesem Node.js-Server drin ist. Das heißt, wir haben gar keine Webseite gebastelt, die dieses JavaScript enthält, sondern wir benutzen die JavaScript-Interpreter, der auf dem Server von Node.js läuft. Das ist nochmal so ein Punkt bisher. Und dieser Schritt, dass man danach irgendwie auf der Serverseite Java haben möchte, da wird jetzt der normale Node.js-Typ sagen, wofür eigentlich. Ne? Also wer will sich mit sowas Altertümlichem rumschlagen? Ne? Aber na gut. Das war im Prinzip der Teil. Okay. Das heißt hier diese JSON-Datei hier. Ne? Das ist ja doch relativ mühsam, wenn man dann weiß, wie das fertige Tool-Datenmodell, das Klassendiagramm dafür aussieht, das hier reinzutippen. Da kriegt man ja doch dicke Finger dabei. Das wäre eigentlich schön, wenn euer grafischer Editor, wenn ich da so ein entsprechendes Klassendiagramm drin male, dass ich dann diese Beschreibung meines Datenmodells in diesem JSON-Format auch automatisch generiere. Na, das ist auch dann kein großes Ding mehr und ist auch schon mal eine erste schöne Fingerübung. Und da kann ich dann mit Model das drauf machen. Und immer cool ist, wenn man dann einmal das Ding bootstrappt. Das heißt, wenn euer Klassendiagramm fertig, Editor fertig ist, dann malt ihr da drin das Klassendiagramm des darunterliegenden Datenmodells, das schon fertig implementiert ist und lange benutzt wird, generiert diese JSON-Datei und vergleicht sie mit der, die ihr von Hand erstellt habt. Und wenn es da keinen Unterschied gibt, habt ihr alles richtig gemacht. Ja, das ist so ein klassischer Bootstrap, nennt man das. Ne? Also bei solchen Softwareherstellungswerkzeugen ist es ganz oft so, dass man das beim Anfang alles noch von Hand machen muss und dass man nachher große Teile der Werkzeugbeschreibung oder Erstellungsanteile, Dateien aus dem Werkzeug heraus generieren kann. Und das macht man dann auch einmal. Das heißt, man ersetzt die damals manuell erstellten Dinge durch die Dinge, die mit dem Werkzeug generiert werden. Und wenn das danach immer noch funktioniert, das Werkzeug, dann hat man alles richtig gemacht. Und diese Selbstanwendbarkeit von diesen Werkzeugen machen die so furchtbar kompliziert. Na, und da muss man höllisch aufpassen, weil wenn man dann fröhlich den manuell geschriebenen Code durch den generierten ersetzt und da ist irgendein Bug drin in dem generierten, dann hat man anschließend kein Werkzeug mehr, um es wieder zu reparieren. Na, also da muss man mit Versionsmanagement höllisch aufpassen, dass man irgendwie die alte Fassung, die manuell geschriebene, nochmal wiederkriegt. Okay, so. Das Gleiche passiert, dass bei im Prinzip die Aufgabenteilung
Teil, den Marcel letztes Mal vorgestellt hat. Und heute wollen wir uns im Prinzip mit, ja, warum eigentlich nicht? Datei, Speichern unter, Vorlesungen, Software Engineering 2. Hey, da gibt es schon. Auch sehr schön. Und wir machen jetzt hier aber Model, benennen Sie mal die Modelltransformationen. Okay, und dann nehmen wir mal die hier alle weg. Oh, gibt es noch mehr? W, Ctrl M. Erste Folie durch Klicken hinzufügen. Okay, und dann Ctrl M machen. Geht kein Ctrl M mehr. Neue Folie. Die wollte ich und die wollte ich nicht. Genau. Ctrl C. Wunderhübsch. So. Und dafür brauchen wir jetzt eine Vorstellung davon, wie sieht denn eigentlich so eine Modelltransformation aus, wenn ich die grafisch hinmale. Dann, wie sieht das Objektmodell dahinter aus und welchen, dann irgendwann später und welchen STMlib-Code würde ich jetzt generieren, damit ich das Ganze auf der Java-Seite auch habe, diese Funktionalität. Das ist so im Großen und Ganzen die Idee, die wir jetzt hier hätten. Ja, fangen wir mal an. Also, grundsätzlich basiert die Idee dieser Modelltransformation von STMlib auf der Idee von Pattern Matching. Man malt ein Suchmuster hin, ganz ähnlich wie man bei einem String Pattern Matching machen würde. Da würde man sagen, okay, ich suche in diesem Suche nach einem in dem großen Text nach irgendeiner Textstelle, die beginnt mit Public und dann folgt irgendwas und dann Main und eine runde Klammer auf. Na, und ob das Static Void oder sonst irgendwas interessiert, interessiert mich gerade mal nicht. Und dann sage ich, habe ich irgendwie 10.000 Dateien. Such mir bitte mal in all diesen Dateien nach einem Match für diesen regulären Ausdruck. Die Modelltransformationen und die Graphversetzungsregeln, auf denen das theoretisch basiert, hatten die Idee, wir wollen diesen Pattern-Matching-Mechanismus erweitern für strukturierte Daten. Wir wollen in komplexen Objektdatenstrukturen, eigentlich in Graphen, nach bestimmten Stellen suchen. Na, und dann geben wir so ein Suchmuster vor und der soll das bitte matchen. Na? Und lange hat man gedacht, ja, so ein Suchmuster, das ist eigentlich so ein Ausschnitt aus dem Graph, aus der Objektstruktur, nach der ich suche. Und das hat genau die gleiche Dinge wie das Ding, in dem ich suche. Vielleicht nochmal das Ding, in dem ich suche. Ich male jetzt hier mal so eine Wolke, nennt man den Hostgraphen. Aus historischen Gründen. Host ist das englische Wort für Gastgeber. Na? Steckt den Hostage und sowas alles drin. Und Hostgraph ist die Datenstruktur, auf die ich meine Anwendung, meine Operation anwenden möchte, die ich transformieren möchte, wo drin ich suchen möchte. Das deutsche Wort wäre Arbeitsgraph. Wirtsgraph sagt man irgendwie nicht. Na, sondern Arbeitsgraph ist so im Prinzip das, was wir dazu sagen würden. So, jetzt suchen wir nach irgendwie was. Und das Simpelste, was man so suchen kann, ist, wir suchen, was weiß ich, eine Hantel. Na? Also wir suchen zwei Objekte, die über eine Kante miteinander verbunden sind. Und eben typischerweise ist es so, dass wenn man in einem objektorientierten Datenmodell oder einem Graphenmodell sucht, dass die Objekte, nach denen man sucht, in irgendeiner Form typisiert sind. Das heißt, wir sagen, ich suche irgendwie ein Objekt O1 und das ist jetzt hier vom Typ, was weiß ich, Uni oder sowas ähnliches. Ne? Und ich suche nach einem Objekt 2, das ist vom Typ, na, ich mache mal Lecture. Das ist eine
Vorlesung. Ja, Lecture ist eigentlich eine einzelne Vorlesung. Was wir brauchen, ist ein Course. Ein Kurs, das ist eine Vorlesung über das ganze Semester. Eine Vorlesungsreihe wäre das korrekte deutsche Wort. So, und dazwischen irgendwie, diese Kanten sind typischerweise auch irgendwie typisiert. Dann sagt man, ich suche nach irgendeinem Has, das zwischen diesen beiden Objekten ein Has sein soll. So, und in meinem Arbeitsgraphen habe ich jetzt hier vielleicht, jetzt müssen wir mit der Nummerierung ein bisschen aufpassen. Ja, römische Buchstaben. Ich versuche jetzt irgendwie Bezeichnungen für Objekte im Arbeitsgraph zu wählen, die nicht mit Bezeichnungen für Objekte in meinem Pattern-Suchmuster kollidieren. Weiß ich nicht genau, wie man das am geschicktesten hinkriegt. Nennen wir das Ding doch hier X. X1, genau. Das ist das große Unbekannte, nach dem wir suchen. Ah, ist vielleicht gerade falsch, ne? Lass uns doch die hier X1 nennen und X2. Das sind die, wo wir noch nicht genau wissen, auf was die matchen. Und die hier drinne, das sind die Objekte. Das heißt, hier haben wir so einen O 42. O und ist total falsch, ne? Dann ist das eben die U42 für Uni 42, das ist vom Typ Uni, hat auch irgendwie einen Namen oder sonst irgendwas. Und fertig, hat aber keine Lecture. Ne? Aber es gibt auch noch die U23, das ist auch eine Uni. Und es gibt hier eine Lecture 84, das ist eine Lecture. Ich mache mal nur ein L. Und es gibt eine Lecture 96. Das ist auch eine Lecture. Ne? Und hu, da sollen mal Beziehungen sein und die sollen auch noch Has heißen. Und von mir aus machen wir jetzt hier noch eine Kante, die dann nennt irgendwie Uses. Irgendwas anderes. Ne? Also das sind zwei Unis und der eine benutzt den Kurs vom anderen oder weiß der Geier was. So, die Ausführung von so einem Suchmuster bedeutet jetzt, lauf durch diesen Hostgraph und versuche Stellen zu finden, wo ein Uni-Objekt und ein Kursobjekt sind und dazwischen ist eine Has-Kante. Und das wäre als allererstes natürlich einmal im Prinzip hier. Das wäre so ein Match. Sagt man dazu, wo wir gesagt haben würden, da kommt dieses Suchmuster in dem Arbeitsgraphen drin vor. Ne? Ist eigentlich keine große, komplizierte Nummer. Hier an dieser Stelle kommt es nicht vor, weil die Kante heißt falsch. Ne? Aber hier unten kommt es nochmal vor. Nehmen wir dafür noch eine andere Farbe von mir aus. Da kommt, ist ein zweiter Match. Ne? Und das ist im Prinzip schon das komplette Geheimnis hinter Graphversetzungsregeln. Ist dieses, ich definiere ein Suchmuster und finde dann anschließend Matches im Arbeitsgraphen, die dem entsprechen. Ne? So, tatsächlich sieht hier in dem Fall das Suchmuster und der gematchte Ausschnitt meines Arbeitsgraphen, also das Vorkommen von diesem Suchmuster in meinem Arbeitsgraphen, die sehen strukturell sehr ähnlich. Ne? Das sind zwei Kästchen mit einem Strich dazwischen und die haben auch irgendwie ganz ähnliche Beschriftungen im Großen und Ganzen. Und für solche einfachen Objektausschnitte reicht das tatsächlich auch schon aus. Da braucht man gar nicht viel mehr. Ein bisschen komplizierter wird das, wenn ich jetzt noch so Einschränkungen über Attribute machen möchte. Na? Wenn ich jetzt sagen würde, der Kurs muss irgendwie ein Attribut haben, blau brauche ich den. Moment. Der möchte jetzt gerne so ein Level haben, größer gleich
Six Term oder sowas ähnlich. Ich sag mal, mach mal eine 6 dahin. Na? So, das hier ist ein Course, der ist auf dem Level 8. Das hier ist ein Course, der ist auf dem Level 5 oder so ähnlich. Und jetzt bedeutet das, diese Einschränkung, die ich hier gemacht habe mit dem Level, dass ich sagen würde, dieser rote Match, den ich am Anfang hatte, der ist jetzt kein gültiger Match mehr, weil ich zusätzlich möchte, nachdem ich etwas habe, was strukturell meinem Suchmuster entspricht, dass diese Attributbelegungs-Beschränkungsdinge auch noch gelten müssen, sonst ist es kein gültiger Match. Ja? Und diese Attribut-Constraints nennt man die, die schießen mich jetzt aus dem Schema meines Arbeitsgraphen raus. Ne? Also bis jetzt hätte ich meinen Suchmuster bauen können, indem ich einfach die Klassen genommen hätte, die in meinem Arbeitsgraphen drin sind. Und dann hätte ich gesagt, okay, ich brauche ein Uni-Objekt. Mein Suchmuster besteht aus einem Uni-Objekt, aus einem Lektor-Objekt und einer Hash-Kante dazwischen. Das ist das gleiche, wie ich im Arbeitsgraphen auch habe. So, und dann sage ich aber, und ich hätte gerne noch ein Attribut-Constraint an diesem Kurs X2. Und dann sagt die Klasse Kurs, Constraint habe ich noch nie von gehört. Na? Ich weiß gar nicht, was du willst. Das heißt, ich kann tatsächlich in meinem Suchmuster, wenn ich streng getypt arbeite, nicht die gleichen Dinge verwenden, die ich in meinem Arbeitsgraphen drin habe, sondern ich brauche jetzt irgendwie neue Dinge. Und dann gibt es so die Frage, ja, brauchen wir denn, ich nenne die normalerweise in STMLib alle Pattern Objects. Also die Dinge, aus denen sich ein Pattern zusammensetzen, sind Pattern Objects und die normalen Objekte sind die, die im Hostgraphen leben. Okay? Das heißt, ich mache jetzt hier, im Prinzip sind das hier Pattern-Objekte, ich schreibe das mal da oben so dran, da muss man noch so ein bisschen gucken, wie man das möchte. So, und Pattern-Objekte, die können Attribut-Constraints beinhalten. Das ist im Prinzip so das Erste, was wir mal machen. Und ich fange jetzt mal an und leite aus dem, was wir bis jetzt uns überlegt haben, schon ein Klassendiagramm ab, das wir benutzen werden, um Pattern zu malen, Suchmuster zu malen, Graphtransformationen zu malen. Okay, also genau dieses Klassendiagramm, was dann nachher unser Werkzeug brauchen wird. Da haben alle noch die Ebenen im Kopf, ne, und jeder weiß noch, wo wir uns befinden. Das heißt, das Erste, was ich jetzt haben würde, wäre, ich brauche, ich nenne das jetzt mal nur sowas wie ein Pattern-Object. Na, das ist eine Klasse, die ich brauche. Die gibt es tatsächlich auch exakt so in Klassen. Dann brauche ich eine Klasse Pattern irgendwie. Und Pattern hat viele Pattern-Objekte. Klar. Na, tatsächlich werden wir nachher sowas wie Pattern-Element brauchen als Oberklasse von Pattern-Objekten, Kanten dazwischen, Attributbedingungen und weiteren Sachen. Na, und deswegen füge ich das jetzt hier auch gleich schon ein. Das heißt, wir brauchen noch eine Klasse Pattern-Element. Wunderbar. Ein Pattern, Entschuldigung, Elements heißen die, glaube ich, bei mir. Keine Ahnung. Hat viele davon. Stern. Ne? Ein Pattern-Element hat immer einen Papa, wie sich das gehört. Oh, Pattern heißt das, glaube ich, bei mir. Keine Ahnung. Kann man machen, wie man mag. So, bis dahin noch relativ leicht. Pattern-Objekt erbt von Pattern-Element. Oh, ich weiß jetzt nicht genau, ob man Pattern-Element schon ein Name geben könnte oder sollte oder nicht. Da bin ich jetzt mal relativ tiefenentspannt. Also tatsächlich brauchen die Kästchen in dem Suchmuster, das wir malen, das sind letztendlich Variablen, die beschreiben, nachdem ich das Suchmuster gematcht habe, finde ich in diesen Pattern-Objekten hinterlegt, das ist mein Match.
Und dann kann ich das Pattern-Objekt fragen, gib mir nochmal das Arbeitsgraph-Objekt, auf dem du gematcht hast, und dann lösch das. Oder mach so einen Count++ oder mach irgendwas mit dem Ding. Ich möchte darauf zugreifen können. Gib mir mal das gefundene Ding. Und dann sind die sowas, haben die so eine Variablenfunktion, und dafür ist es cool, damit ich mich darauf beziehen kann, wenn die einen Namen haben. Name ist eigentlich immer eine gute Idee, vom Typ String. Ne? So, jetzt ist es so, dass in dem Suchmuster wir hier gesagt haben, ich suche nach einem Objekt, das vom Typ Uni ist. Ne? Sowas will man eigentlich für unsere Pattern-Objekte auch sagen. Und das heißt, wir brauchen jetzt hier irgendwie eine Typangabe. Ich schreibe jetzt hier auch schon mal mutig Typ hin. Den Eintragstyp davon, der ist aber nicht so einfach klar. Da kann ich jetzt einen String nehmen. Dann bin ich relativ losgekoppelt. Dann ist mein Editor aber auch in der schwierigen Situation, dass er da nicht gut Completion für angeben kann, für was kann ich denn erlaubte Typen? Na, was sind denn eigentlich Typen, die in meinem Hostgraph potenziell vorkommen, wenn ich danach, da drinne suchen soll? Wenn ich da jetzt sage, oh, suche nach iPhone 7, und in meinem Arbeitsgrafen sind aber nur Studenten und Lectures und sowas drinne, dann habe ich einfach verloren. Ne? Dann wird das Pattern grundsätzlich nicht matchen. Und deswegen macht es Sinn zu sagen, okay, hier kann ich nur Dinge eintragen, von denen ich weiß, dass es mindestens mal potenziell in dem Arbeitsgrafen auch solche Objekte gibt, die so einen Typ haben. Ne? Das heißt, ich werde mich eigentlich auf das Klassendiagramm beziehen wollen, aus dem der Arbeitsgraph entstanden ist. Oder auf das Schema, kann man von mir aus auch sagen. Oder die Typangaben, das Klassendiagramm, das meinen Arbeitsgraphen beschreibt. Und deswegen ist es eigentlich so, dass man das gar nicht hier so hinmalt, sondern man sagt, ich habe eine Assoziation, die nenne ich Type, und die führt mich bei euch zu UML Class oder wie auch immer Class in dem scheiß UML 2.0 Metamodell heißt. Classifier heißt das da, glaube ich, oder pff, keine Ahnung. Was heißt Class Class? Im UML-Metamodell, habt ihr das alles schon nachgeguckt? Na? Also das ist im Prinzip der aus eurem Klassendiagramm-Editor. Das, was da eine Klasse repräsentiert, den Eintrag wollen wir jetzt hier haben. Na? Und das wird dann textuell dargestellt, aber irgendwie kriegt das Werkzeug das, glaube ich, richtig hin. Unser Metamodell sagt nur, Pattern-Objekte sind tendenziell erstmal von so einer Klasse. Okay. So, jetzt können wir den Kasten hier abbilden, den Kasten hier abbilden. Wir haben den Namen abgebildet, wir haben den Typ abgebildet. Diesen Namen, diesen Typ. Ja, machen wir die Attributkonstruktions oder erst die Kante? Lass uns erst die Kante machen, weil es passt jetzt gerade schön. Na? Und ja, da gibt es eben aus historischen Gründen, nennt sich das Pattern. Link. Link kommt eigentlich eher, ja doch, Link ist eigentlich aus der objektorientierten Modellierung eine Kante, die zwei Objekte verbindet. Und genau, wir suchen ja jetzt nach genau so einer Kante im Arbeitsgraph. Und dann passt Pattern Link eigentlich hier ganz hübsch. Und Pattern Link erbt natürlich auch von Pattern Element. Und Pattern Link, da kommt das mit dem Namen schon wieder so ein bisschen komisch. Ne? Also, weiß nicht so ganz genau. Ja, manchmal sind diese Links bidirektional, manchmal sind sie unidirektional, weiß man nicht so recht. Also tatsächlich ist bei STMlib das so, dass ich beim Suchen eher nach Halbkanten suche. Beim Schreiben möchte ich gerne, dass es das Hin- und Rückkante hat. Und dann soll, wenn ich die eine Hälfte setze, die Rückrichtung sich selber setzen. Es gibt aber in dem Datenmodell eben auch unidirektionale Kanten ohne Rückrichtung, und bei dem Suchen ist mir das jetzt in erster Näherung egal. Na? Aber nichtsdestotrotz, also was man bei so einem Link eben typischerweise immer hat, ist ein Source, also irgendein Pattern-Objekt, da geht es los, dann gibt es irgendein Target,
Da geht es hin. Und dann, ja, Name ist irgendwie nicht das Richtige. Ich nenne das jetzt mal Target Role Name. Und das ist von mir aus ein String. Weiß ich aber nicht so ganz genau. Wahrscheinlich ist es sogar besser, wir lassen das weg. Und machen hier so einen Type-Link auf Association. Association ist das Ding im Klassendiagramm. Erinnert ihr euch dran? Der Strich im Klassendiagramm zwischen zwei Klassen hieß Association. Und der Link sagte eigentlich, ich habe eine Assoziation, die Linie zugrunde liegt. Und da könnt ihr auch Namen finden. Das Source Name und Target Name und all diesen Kram könnt ihr machen, wie ihr wollt. Und deswegen brauche ich das hier selber gar nicht angeben. Ne? Und ja, da steht auch was von Kardinalitäten. Das interessiert mich beim Suchen eigentlich nicht. Ne? Außer ich habe tatsächlich ein Pattern gemalt, wo Uni, U2, X3 wäre das. Nochmal eine Uni. So, jetzt suche ich nach einem Pattern, wo zwei Unis den gleichen Kurs haben. Wenn das Datenmodell sagt, diese Hash-Kante ist in der Rückrichtung nur unidirektional, nur to-one, dann wenn ich dieses, macht dieses Pattern keinen Sinn mehr. Na, das ist dann sinnfrei, weil da kann es kein Match geben, weil das wäre gar kein zulässiger Arbeitsgraph gemäß des Klassensdiagramms, das diesem Arbeitsgraphen zugrunde liegt. Und dementsprechend kann ich das gar nicht machen. Wäh. Und da macht es auch keinen Sinn, sowas hinzumalen. Tatsächlich ist das für so einen grafischen Editor relativ schwierig, den Benutzer daran zu hindern, sowas zu malen. Und dann braucht es so eine Konsistenzanalyse, die sagt, das macht aber keinen Sinn. Na? Und da hilft es mir dann, wenn ich intern auf diese Assoziation verweisen kann und habe diese Information. Jo. Was haben wir vergessen? Da war dann noch dieses Attribut-Constraint. Na? Das ist letztendlich Attribut-Constraint, nenne ich das jetzt hier nur. Das ist, ich habe nicht genug Platz. Ne? Das erbt natürlich auch von Pattern-Element. Das bezieht sich normalerweise auf ein Pattern-Object. Muss es nicht immer. Dann bedeutet das, ich bin in diesem Ding. Und es hat irgendwie sowas wie einen Text, hätte ich jetzt fast gesagt. Vom Typ String. Und tatsächlich ist das eine ziemlich heikle Geschichte. Was kann ich eigentlich als Attributbedingung da alles so hinschreiben? Ne? Ich habe jetzt hier Level größer gleich 6 geschrieben. Da hätte ich jetzt irgendwie erwartet, dass das direkt der Name von einem Attribut der Klasse Kurs ist. Und dahinter eben ein boolescher Ausdruck, der dann irgendwie das eine Bedingung dazu formuliert. Na, aber es spricht auch überhaupt nichts dagegen, hier sowas hinzuschreiben wie enough von Level. Na, und enough ist einfach eine Funktion, die ich irgendwoher aufrufe. Und die kriege ich jetzt Level als Parameter übergeben. Na? Also am Schluss ist das tatsächlich kompliziert und was man da genau alles so hinschreiben kann als Attribut-Constraint, ist ja auch immer bei der Implementierung von diesen Pattern-Matchern ein mittelgroßer Punk. In STMlib gibt es ein paar vordefinierte Attribut-Constraints. Am Schluss werden wir diesen Ausdruck, den wir da hintippen, parsen müssen und dann gucken müssen, ob der irgendwie da drin einfache Muster erkennen. Und sonst würden wir uns auf den Standpunkt stellen, hier kommt jetzt Java. Und beim Code generieren werde ich diesen String 1 zu 1 nehmen und in den generierten Code an die richtige Stelle reinkopieren und dann tut er hoffentlich das, was er soll. Na? Und das ist total eine Krücke. Also eigentlich, wenn man das schön machen möchte, da dann auch Syntax-Highlighting für haben möchte und Completion für haben möchte, braucht man jetzt so einen String-Editor, der so kompliziert ist wie so ein Java-Editor in Eclipse und der alle diese Dinge machen kann und der genau weiß, welche Namen sind jetzt hier sichtbar und welche nicht und wenn ich da irgendwie ein X hinschreibe und einen Punkt, was hat das Ding für Attribute und die ganze Typinformation, die ganze Symboltabelleninformation zur Verfügung hat,
das schaffen wir hier nicht. Na, also was soll der Quatsch? Und dann machen wir das irgendwie ein bisschen einfacher. Es gibt tatsächlich in STM-Lib selber auch diesen kleinen Gleichoperator eigentlich nicht. Es gibt irgendwie sowas wie Level ist in und dann kommt ein Intervall. Und da kann ich dann sagen, 6 Pünktchen, Pünktchen unendlich. Oder sowas ähnliches. Das ersetzt dieses größer gleich 6. Ne, es liegt im Intervall von 6 bis unendlich, ist das gleiche wie 6 größer gleich 6. Und dann brauche ich diesen boolschen Operator da nicht zu hinterlegen. Ne, und dann sage ich, okay, ich kann eine Abfrage auf ein Range machen und das ist eigentlich schon alles, was ich da machen kann. Und wenn ich eben komplexeren boolschen Ausdruck haben möchte, dann muss ich das in Java coden. Da brauche ich dafür tatsächlich eine Ausdruckssprache, in der ich boolsche Ausdrücke formulieren kann. Die können ja dann noch mit AND und OR und Funktionsaufrufen und allem möglichen Kram sein. Das macht es nicht wirklich leichter. Und dann braucht man am Schluss eine komplette Java-Teilsprache hier drin für mathematische Ausdrücke. Und das ist dann auch relativ kompliziert. Und damit werden wir uns jetzt in diesem Semester bestimmt nicht auch noch beschäftigen. Wer sowas mal bauen möchte, soll bitte meine Compiler-Bau-Vorlesung besuchen. Da erkläre ich, wie das geht. Und wie viel Aufwand das ist. Okay, und ob wir diese spezielle Art von, ich habe ein Attribut-Constraint, das eigentlich nur eine Index-Abfrage ist, eine Range-Abfrage ist, unterstützen wollen oder sagen wollen, ach Quatsch, wir machen daraus immer die generelle Form, darüber streiten sich die Geister, das müssen wir mal sehen. Ich würde jetzt in der ersten Näherung sagen, lass uns erstmal nur die einfachen machen und dann gucken wir mal. Also diese generelle Form machen mit dem kleiner gleich und dann gucken wir später mal. Okay. Und dann ist eben bei so einem Attribut-Constraint nicht mehr so spannend, so auf welches Attribut greife ich eigentlich zu. Tatsächlich kann ich auch hier sowas sagen wie Level ist größer als Credits. Ne? Also ich könnte zwei Attribute miteinander vergleichen. Sogar ich kann auch Level ist größer als Students Number of Terms. Ne? Oder sowas oder kleiner als solche Abfragen, wo ich von zwei verschiedenen Objekten die Attributwerte miteinander vergleiche und solche Dinge mehr. Sodass bei Attribut-Constraints am letztendlich kommt da ein String hin und fertig. Ja, und ungetypt. Anders kriegen wir das hier nicht auf die Kette. Ja, und dann ist dieses, ich gehöre zu einem Pattern-Objekt, ist dann auch optional im Wesentlichen. Und das bedeutet einfach nur, ich kann in dem Java-Text, den ich da schreibe, auf die Attribute von dem aktuellen Objekt unqualifiziert zugreifen. Und wenn ich ein Constraint allgemein in so ein Suchmuster einbaue, das kann ich normalerweise auch. Das schreibt man dann oft hier so in geschweiften Klammern drunter. x1.number größer x2.number. Wenn die jetzt Numbers hätten und x1 wäre prinzipiell hier dieser Name und x2 dieser Name, dann könnte ich jetzt eben einen allgemeinen boolschen Ausdruck formulieren. Und das wäre auch ein Attribut-Constraint. Na, und obwohl gar kann ich, ja, eigentlich ist es nur ein Value-Constraint, wäre vielleicht das richtige, der wichtigere Name. So, 1, 2, 3, 4 Klassen haben wir so far. Na, damit kann man schon sehr hübsche Suchmuster bauen. Und ich denke mal, für einen ersten Aufschlag wäre das schon mal genug. Na, wir werden später das erweitern. Es gibt bei diesen Suchmustern dann typischerweise noch Erweiterung. Was machen wir erst? Machen wir erst die Pattern komplizierter oder die Aktionen hinten dran? Lass uns mal die Aktionen hinten dran machen. Also was man typischerweise danach noch machen kann, wenn ich jetzt ein Suchmuster habe, also hier ist ein Pattern-Objekt, hier ist ein Pattern-Objekt und ich habe da hinten irgendeine Kante dazwischen mit irgendwie so einem Hash oder sowas. Was man dann typischerweise machen kann, ist, man kann jetzt an dieses Suchmuster dran schreiben ein Create an so ein Element. Na? Was bedeutet, such nicht danach, weil das gibt es vielleicht noch gar nicht, sondern such nach dem Kern meines Patterns. Und
wenn du das gefunden hast, mach für diese Stelle, wo du das gefunden hast, bitte auf dem Objekt hier einen New, also erzeuge das, baue das in den Arbeitsgraph ein und ziehe auch diese Kante. Puristen würden jetzt sagen, hier muss auch Create dran stehen. Tatsächlich ist es eigentlich so, dass man hier so einen Teilpattern identifiziert und an dieses Teilpattern schreibt man eigentlich Create dran. Das kann man machen, wie man will. Na, und das eine ist, das Problem dabei ist hauptsächlich eins der grafischen Darstellung, damit man das vernünftig hinkommt. Also in STMlib selber ist es eher so, weil das eine textuelle Notation hat, war es da leichter zu sagen, okay, jetzt kommt ein Subpattern, die Dinge und bitte erzeuge ein Match für dieses Subpattern, nachdem du ein Match für das Kernpattern gefunden hast. Ne? Wenn ich das hier noch einbaue, dann braucht man im Wesentlichen, dass ein Pattern auch ein Pattern-Element ist. Dann hat man so eine Composite-Struktur. Dann kann man die beliebig ineinander schachteln. Dann kann es eben auch Sub-Pattern geben. Und dann braucht man sowas wie, ich kann da so Markierungen Create dran schreiben. Wir werden nachher noch drinne sehen. Es gibt auch eine Destroy-Markierung für Löschen von Elementen, die ich gefunden habe. Und es gibt noch ein paar mehr. Das mache ich jetzt mal zu einem Element von Pattern-Element hier. Dann nenne ich das mal hier irgendwie Marker. Markierung. Und das ist jetzt in erster Näherung mal ein String. Da muss man nochmal gucken, was man da alles zulässt. Ob man einen Aufzählungstyp macht, sie finde ich hässlich. Ist noch immer nicht das, was man will. Dann hat man das jetzt im Prinzip auch abgebildet. Das heißt, weil wir jetzt hier Pattern von Pattern-Element erben kann, kann ein Pattern eben auch Sub-Pattern enthalten. Im Wesentlichen. Und dann kann ich eben an so ein Sub-Pattern dran schreiben, alles, was hier drin enthalten soll, bitte created werden. Und dann hätte ich das erledigt. Ja, wahlweise kann ich da dran schreiben, destroy. Das soll bitte gelöscht werden. Dann gibt es auch so ein Ding, da schreibe ich hier dran optional. Dann sage ich, ah, such doch jetzt erstmal bitte diesen Kern. Und wenn es dann in diesem Kontext dieses Kerns noch eine mögliche Erweiterung gibt, dann matcht die auch. Na? Das kann man machen. Der würde das dann einmal matchen. Zusätzlich kann man da aber auch von mir aus dran schreiben, all matches. Dann sagt man, oh, es kann sein, dass es im Kontext von meiner Uni viele, viele Kurse gibt. Match die doch mal bitte alle. Na? Und dann hast du mehrere Kopien von diesem Teilgraphen nachher. Und wenn dann an denen dran steht, destroy, dann sind die nachher alle weg. Und jetzt habe ich eine Operation beschrieben, die alle Kurse einer Uni löscht. Im Wesentlichen. Ich kann aber natürlich da auch dran malen, mach jetzt hier ein Create dran. Das würde bedeuten, jetzt für jeden Kurs an dieser einen Uni erzeuge einen neuen Professor. Wenn es noch keinen Kurs gibt, dann ist es mir auch egal, dann mache halt nichts. Ja, das ist so ein For-Each-Konstrukt. Das kann man natürlich ineinander schachteln. Na, ganz lustige Dinge. Was man auch sehr gerne macht an dieser Stelle, ist, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier irgendwie eine Uni und irgendwie ein Präsident, Präsi. Und wenn die Uni noch keinen Präsident hat, ne, dann erzeuge bitte einen. Das mache ich, aber wenn es schon einer da ist, dann mach bitte nichts. Und dafür benutzt man sogenannte negative Anwendungsbedingungen. Und da schreibt man hier einfach dran ne NAC. Aus Negative Application Condition. Oder Must Not Exist wäre vielleicht das Bessere. Aus historischen Gründen heißen die Dinger NAC. Negative Application Condition. Das bedeutet, diese Regel ist jetzt nur
ausführbar, wenn es keinen Präsidenten gibt, der an dem gefundenen Uni-Objekt findet. Ne? Also wenn ich 5 Unis habe, 3 haben schon einen Präsidenten, die vierte nicht, dann würde die Reihe nach durchgehen und die sagen bei dem ersten, zweiten und dritten sagen, die hat schon Präsident, will ich nicht. Beim vierten würde er dann sagen, oh ja, der hat das noch nicht, da will ich jetzt was tun. Und was ich dann zum Beispiel tun würde, wäre, naja, dann erzeug halt einen. Ne? Das heißt, ich mache jetzt hier ein zweites Kopie dran und schreibe an die hier Create. Das wäre so eine Möglichkeit, was man auch hinschreiben kann. Okay, und alles, was man dafür tun muss, ist, man braucht die Möglichkeit, dass man ein Pattern-Element so einen Markern anbringen kann und der kann dann eben sein, create, destroy, negative application condition, optional, all matches, whatever. Na? Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass es keinen Teilgraphen gibt, wo man zwei Marker dran anbringen muss, weil dann haben wir ein Problem. Gehen wir mal aus, wir kommen erstmal mit einem Marker aus. Ne? Aber tatsächlich gibt es Varianten von diesen Graphversetzungssystemen, da kannst du an das gleiche Ding nack und create dran schreiben. Und das bedeutet dann, also das darf noch nicht existieren, aber wenn es nicht existiert, danach soll es dann bitte created werden, dann brauche ich das nicht zweimal hinmalen. Aber die Leute, die das lesen, finden das immer dermaßen verwirrend, dass sie sagen, also mal es bitte zweimal hin, dann kann ich das besser lesen. Na, und das ist so schon, diese Negative Application Conditions sind eh furchtbar verwirrend. Deswegen ist das nochmal eine wichtige Sache. Okay, das war es jetzt im Großen und Ganzen. Das heißt, mit diesem Metamodell können wir jetzt tatsächlich 90% der Dinge tun. Es gibt noch einen so einen Marker, der häufig vorkommt, ist, da sagt man bound. Bound by oder bound to x sagt man dazu. Also man übergibt eigentlich ein Uni-Objekt des Arbeitsgraphen und sagt, dieses Pattern soll bitte matchen, aber dieses Pattern-Objekt soll bitte auf das übermatchen, was ich dir übergebe. Das ist ein bisschen strange. Man schränkt eigentlich ein und sagt, okay, die Menge aller möglichen Matches, die du hast, alle sind okay. Hauptsache, dieses Uni-Objekt ist auf Kassel gemappt. Sonst will ich das nicht. Na? Und das macht man hauptsächlich aus Effizienzgründen. Diese Graphversetzungsregeln, man kann dadurch eben schon sagen, bitte hier suchen oder hier matchen. Da müssen die nicht den kompletten riesigen Arbeitsgrafen durchsuchen, der jetzt, was weiß ich, alle Universitäten dieser Welt enthält, sondern wissen, ah ja, ich brauche nur in Kassel suchen. Na, und dadurch wird das Ganze dann praktikabler und handhabbarer. Und dafür braucht man das noch. Und dieses Bound, was man auch nicht, ja, nicht mal ansatzweise lesen kann, ist jetzt einfach nur eine alternatives Markierung. Na? Und ja, es gibt beim Bound macht Create keinen Sinn, Destroy könnte man machen, aber Objekte löschen, die einem übergeben bekommt, das ist böse. Eigentlich braucht man da auch nur eine Markierung dran. Okay, jetzt haben wir Bound, Optional, All Matches, Create, Destroy und Nack. Das passt so ungefähr. Das müsste es jetzt eigentlich sein. Mehr erinnere ich mich gerade nicht. Die nächsten fallen mir dann nächste Woche ein. Vielleicht für die Vollständigkeit, das kann man natürlich ineinander schachteln. Ne? Also ich könnte jetzt hier so einen Teilgraphen machen, an den ich hier was ich nack dran schreibe für Negative Application Condition. Und da drin ist jetzt hier so ein Knödel. Und an den male ich dann hier so einen Teilgraphen, an den ich nochmal nack schreibe. Und da drinne male ich einen Teilgraphen, an den ich ja, das ist der gleiche, das ist doof. Wäh. Da dran male ich einen Teilgraphen, an den schreibe ich destroy. Na? So, das macht schon mal keinen Sinn. Also in einen Nack ein Destroy einstreuen macht überhaupt keinen Sinn, weil die Definition von Nack bedeutet, hierfür gibt es kein Match. Und dann gibt es auch nichts zum Destroyen. Na, also das ist schon mal scheiße. Da drin könnte ich aber sowas wie Create sagen. Ah, ist auch blöd, weil das, an das ich das neu erzeugte da anhängen möchte, existiert nicht. Und dafür gibt es per Definition kein Match. Also Nacks ineinander schachteln, das macht noch Sinn. Wenn man drei Nacks ineinander schachtelt,
und dann 30 Leute fragt, was bedeutet das, kriegt man 90 verschiedene Antworten. Tut das bitte, um Gottes Willen, nie in der Praxis. Fujawa und die früheren Graphversetzungssysteme, die ich gebaut habe, haben das auch nicht unterstützt. Da konnte man das nicht ineinander schachteln. Der Hauptgrund, warum man das nicht konnte, war, unser Grafikframework kriegte das nicht hin. Du konntest nicht in einen geschachtelten Graphen nochmal einen geschachtelten Graphen reinmalen. Also in so einen Knoten wieder einen kompletten Graphen. Das hat das Ding einfach nicht hergegeben. Und dementsprechend haben wir das einfach gesagt, das will auch gar keiner. Ne, haben wir verboten. Und jetzt, als wir die textuelle Notation eingeführt haben, da hieß es doch, das kann man durchaus machen. Und naja, ihr seid ja viel flexibler und das Graphversetzungssystem ist auch viel moderner. Und das Grafikframework, da wird das bestimmt gehen. Also man kann die beliebig ineinander schachteln. Sehr häufig macht man das so, dass man in der grafischen Darstellung, wenn dieser Teilpattern nur aus einem Knoten besteht, dass man dann da gar keine gestrichelte Linie für malt oder keine Box für aufmacht, sondern die Markierung direkt an den Knoten schreibt, dann spart man sich da ein bisschen was. Aber dann kann man es natürlich auch schlecht ineinander schachteln. Da muss man, nachdem man feststellt, oh, da will ich jetzt aber noch was reinschachteln, dann muss man das dann wieder aufdröseln, umbauen und solche Dinge machen, ist auch wieder kompliziert. Vielleicht macht es Sinn, nur einen Mechanismus zu haben. So, habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Nö, das war's. Das ist im Wesentlichen das Metamodell, was man so einem Ding hinterlegt. Na, und damit kann man lauter komplizierte Dinge malen, die auch sehr, sehr komplizierte Dinge. Ah, es gibt noch eine Sache. Jetzt, wo ihr es sagt, wo wäre denn eine schöne Stelle dafür? Na, nehmen wir noch mal hier. Hier suche ich ja nach, na, Uni, die hat einen Kurs. Ne? Und jetzt sage ich, oh, aber die Unis, die einen Kurs usen, die hätte ich auch gerne. Ne? Und dann würde man gerne an diese Kante schreiben, has or uses. Ne? Und das ist jetzt plötzlich so ein regulärer Ausdruck über Kanten. Ne? Und wenn jetzt der Kurs vielleicht das wieder so ein Pattern ist, der hat noch andere Kurse. Ne? Also der Kurs hier has oder imports oder relies on uses. Ja. Requires. Er ist gut. Requires. Ne? Irgendeinen anderen Kurs. Der required wieder irgendeinen Kurs. Und so weiter und so weiter. Dann könnte ich jetzt sagen, okay, ich möchte gerne diesen required Kurs als X4 auch noch wissen. Ne, und der soll dann irgendwas haben. Keine Ahnung. Also jetzt suche ich nach einer Uni, die hat einen Kurs oder benutzt einen Kurs, der einen anderen Kurs verwendet. Ne, und dann möchte ich mit denen irgendwas machen. Dann möchte ich sagen, okay, wenn ich eigentlich, ja, nehmen wir es doch mal so. Und dann sage ich, na, und wenn dieser Kurs wieder einen verwendet, das hätte ich eigentlich auch gern gewusst. Na? Was man dann machen kann, ist, man macht hier so einen Stern dran. Das bedeutet, mach so einen transitiven Abschluss über diese ganzen Geschichten. Also es laufen jetzt beliebig viele R-Kanten lang und solche Dinge mehr. Und da kann man natürlich auch not dran schreiben und solche Geschichten mehr. Also alle Nachbarn, die ich erreichen kann, wenn ich nicht eine Uses-Kante nehme, sondern irgendwie eine andere Kante nehme und so weiter und so weiter und so weiter. Diese komplexen Ausdrücke über Kantennamen nennt man Pfade oder Navigationsausdrücke. In objektorientierter Modellierung wird dann gerne auf OCL-Constraints verwiesen, Object Constraint Language, die leistet sowas ähnliches. Und in Java würde man vielleicht sagen, ah, das sind so Stream-Ausdrücke, leisten auch ein bisschen sowas ähnliches. Gott sei Dank kann STMlib die noch nicht. Ich wollte die am Sonntag einbauen, habe ich noch nicht geschafft. Ich schaffe das aber bestimmt im Laufe der Woche und dann stelle ich die demnächst mal vor, dann können wir das noch nachträglich erweitern. Die sind aber nicht so kompliziert. Okay, und jetzt heute machen wir es erstmal nicht mehr. Wundervoll. So, das heißt, das ist im Augenblick unser Klassendiagramm. Und eure Aufgabe zu nächster Woche wäre, im Prinzip das Ding hierher nehmen und in einer neu zu schaffenden Datei, die dann sich nennt irgendwie
Pattern-Model, wäre doch sehr schön. Im Prinzip hier wieder so eine JSON-Beschreibung zu machen, die man dann anschließend mit so einem Model-Ding, mit diesem Doppel-D-Model, zum Leben erwecken kann und einen Test schreiben, der mal so ein paar Instanzobjekte davon macht. Ne? Das wären so grob die Ideen. Das heißt, wir brauchen eine zweite Datei von diesem Typ und eine zweite Datei von dem Typ. Und im Wesentlichen versuchen wir da das gleiche Ding wieder zu machen. Und das ist im Prinzip dann das logische Datenmodell, das diesem Pattern-grafischen Editor nachher zugrunde liegen wird. Ungefähr klar? Und letztendlich müsst ihr Copy-Paste von dem Kram hier machen und dann die ganzen Namen so ändern, dass sie auf das hier verweisen. So, ein spezieller Punkt an dieser Stelle ist, ihr sollt in eurem neu zu schaffenden Pattern-Model, JSON-Beschreibung, auf die STM-ASOC und auf die oder auf die ASOC und Class aus eurem Class-Model verweisen. Aber wie das geht, weiß ich nicht. Googelt ihr. Na, und dann haben wir das. Und dann erzählt nächste Woche Marcel, wie wir dann anschließend den grafischen Editor da drum rumbasteln. Denke ich mal. Oder so ähnlich. Na, oder er braucht dafür noch ein paar Wochen mehr. Schauen wir mal. Aber es ist tatsächlich, geht jetzt mit großen Schritten voran. Was mich ein bisschen nervös macht, erfahrungsgemäß haben diese grafischen Editoren eine genaue Vorstellung davon, wie man die Striche, die zwischen so Kästchen gezogen werden können, modellieren muss. Keine Ahnung, wie das hier geht. Und irgendwie bin ich auch leicht beunruhigt, dass wir in diesem Model-Ding hier keine bidirektionalen Dinge haben. Also, dass eine Klasse nicht weiß, welche Assoziationen an ihr hängen. Das macht mich noch leicht nervös, aber vielleicht ist das jetzt auch nur Alterspessimismus. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Kann sein, dass wir an den Klassenmodellen noch mal was machen müssen. Aber das ist ja alles geskriptet, das kann man ja on the fly ändern, ist ja überhaupt kein Ding. Ne? Okay, dann würde ich jetzt schon für die Aufmerksamkeit danken und wir sehen uns nächste Woche mit fröhlichen neuen Ideen.